Herzlich willkommen in der Sendereihe Der Rechtsstaat. Mein Name ist Carlos Gebauer, ich bin Rechtsanwalt. In der vergangenen Woche hatte Sie hier schon mein Anwaltskollege Michael Moser begrüßt. In der kommenden Woche wird er es wieder tun. Wir wollen nicht nur für Juristen, sondern insbesondere auch für alle Nicht-Juristen immer wieder neu herausarbeiten, welche faszinierenden Welten sich hinter einem scheinbar so trockenen Thema wie dem des Rechtsstaates entdecken lassen. Woche für Woche tasten wir uns dabei voran, in Gesprächen mit Menschen, die etwas zu sagen haben. Die wöchentliche Premiere jeder Sendung erwartet Sie jeweils freitags um 10 Uhr. Am Nachmittag bringen wir uns dann um 16 Uhr noch einmal zu Ihrem Gehör und sogar Nachtschwärmer können Ihren Freitagabend um 21 Uhr mit uns eröffnen. Nachhören können Sie alles auch am Samstag um 15 Uhr noch einmal oder praktisch grenzenlos als Podcast, wann immer und wo immer Sie mögen. In diesem Fall dann sogar ohne die vorlaufende Nachrichtensendung zur vollen Stunde. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung befindet sich in unserer juristischen Analyse in einer Krise. Mangelnde Resilienz der Fundamente unserer Rechtsordnung hat Prinzipien des Denkens und Handelns in und um die Gerichtssäle erschüttert. In der Überzeugung, dass die bundesrepublikanische Rechts- und Gesellschaftsordnung bis vor gar nicht langer Zeit wohlorganisiert erschien und Optimierungspotenziale greifbar waren, wollen wir tun, was menschheitsgeschichtlich naheliegt, die Grundlagenkrise zur Suche nach dem Besseren nutzen. Wir werfen neugierige Blicke auf Recht und Gesetz überall dort, wo unsere Zuhörer Deutsch sprechen. Und wir freuen uns auf Post unserer Hörer. Heute erfahren wir zunächst von Rechtsanwalt Professor Dr. Ralf Höcker, was es mit dem Instrument des Unterbindungsgewahrsams auf sich hat, der neuerdings auf der Grenze zwischen polizeilicher Prävention und sanktionierender Reaktion die staatlichen Handlungsmöglichkeiten erweitert. Hören Sie, was der Kölner Rechtsanwalt darüber denkt. Präventivhaft und Haftverschonung, das sind zwei Begriffe, die in letzter Zeit durch die Medien gegeistert sind. Die möchte ich mal erklären. Was ist das eigentlich, Präventivhaft? Fangen wir damit an. Die wird in einigen Ländern auch Unterbindungsgewahrsam genannt. Und was dahinter steckt, das kann man schon am Namen erkennen. Präventivhaft bedeutet nämlich, dass jemand in Haft genommen wird. Ja, präventiv. Das heißt, um zu verhindern, dass eine Straftat begangen wird oder auch nur eine bloße Ordnungswidrigkeit oder dass sie fortgesetzt wird, wenn sie bereits begonnen wurde. In den meisten Bundesländern müssen das Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung sein. Und wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, dann darf man diejenigen, die verdächtig sind, solche Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu begehen, präventiv in Haft nehmen. Unterscheiden muss man das Ganze von einer Strafhaft. Eine Strafhaft ist die Strafe für eine bereits begangene Straftat, die also in der Vergangenheit liegt. Die Präventivhaft bezieht sich auf die Verhinderungen von Straftaten in der Zukunft. Sie hat also keinen Strafcharakter, sondern bloßen Unterbindungscharakter. Und daraus ergibt sich natürlich, dass man sehr vorsichtig sein muss, wenn man sie verhängt. Verhältnismäßig muss sie sein. Es darf also kein milderes Mittel geben zur Verhinderung der Straftat. Und wenn das der Fall ist, dann kann sie verhängt werden. Allerdings nur im Rahmen gewisser zeitlicher Grenzen. In den meisten Bundesländern sind das 4 bis 14 Tage. Das ist die Höchstdauer einer Präventivhaft. In Bayern können es 2 Monate sein. In Berlin bisher nur 2 Tage. Wegen den Klimaklebern soll es da jetzt auf 5 Tage ausgeweitet werden. Das hat die CDU in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben. Die SPD scheint jetzt wieder dagegen zu sein, aber man wird sich da sicherlich einigen. Ja, das ist die Präventivhaft. Aber was ist mit Haftverschonung? Auch dieser Begriff ist durch die Medien gegeistert. Haftverschonung, das ist das, was Lina E., die Chefin der Hammerbande, der sogenannten, das heißt der linksextremistischen Bande, die Rechtsextremisten unter anderem mit Hammern malträtiert und im Körper verletzt haben, bekommen hat. Haftverschonung. Sie ist zu über 5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Dann hat der Richter allerdings Haftverschonung ausgesprochen. Das wird von vielen missverstanden. Viele glauben, dass Haftverschonung bedeutet, dass sie nun nicht ins Gefängnis muss. Das ist aber nicht richtig. Haftverschonung bedeutet lediglich, dass der Vollzug
in diesem Fall jedenfalls, der Vollzug der Untersuchungshaft ausgesetzt wird. Zum Beispiel gegen Auflagen. Sie muss ihren Reisepass abgeben. Sie muss sich zweimal die Woche, glaube ich, melden. Das sind so typische Auflagen, unter denen eine Haftverschonung ausgesprochen, das heißt die U-Haft außer Vollzug gesetzt werden kann. Das ist Lina E. passiert. Eine Bewährung, eine Aussetzung zur Bewährung, das heißt ein kompletter Verzicht auf die Haftstrafe ist das nicht. Sie muss diese ausgesetzte Haft also tatsächlich vollständig absitzen, wenn das Urteil gegen sie rechtskräftig wird. Ob das rechtskräftig wird, steht noch in den Sternen. Es gibt noch eine zweite Instanz, die über das erste instanzliche Urteil drüber gucken muss. Wenn diese Instanz das Urteil bestätigt, dann wird sie einfahren, dann kommt sie also in den Knast. Haftverschonung bedeutet also nicht, dass sie vollständig davon verschont wird. Sollte sie dagegen freigesprochen werden, was natürlich immer auch sein kann, dann würde sie nicht zurechtgesessen haben in Urhaft, dann würde sie eine sehr geringe Entschädigung bekommen für jeden Tag der Untersuchungshaft. Aber das ist auch ein Grund dafür, weswegen es in so einem Fall wie diesem angemessen sein kann, eine Haftverschonung auszusprechen. Wir wissen nicht, ob das Urteil in der zweiten Instanz hält. Es ist sehr wahrscheinlich, so wie man die Medien oder den Fall aus den Medien wahrgenommen hat. Aber wenn es nicht so kommt, dann wäre sie unschuldig verurteilt worden. Und deswegen ist es auch angemessen, dass wenn ein erheblicher Teil der möglicherweise zu erwartenden Haftstrafe bereits abgesessen ist, dass dann der Rest nicht zur Bewährung ausgesetzt wird, aber dass es zumindest zu einer Haftverschonung kommt und man abwartet, was rauskommt, wenn das Urteil rechtskräftig wird. Manch einer, der sich in den letzten Wochen und Monaten auf die Straße geklebt hat, ist eher erstaunt, dass er plötzlich mit einem Straftatbestand konfrontiert ist. Und das ist nicht nur der Straftatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr oder vielleicht der Nötigung, sondern sogar der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Wir haben Anlass gesehen, uns mit dieser Frage intensiver auseinanderzusetzen und einen kompetenten Gesprächspartner gefunden. Dr. Stefan Tirell ist Fachanwalt für Strafrecht in Krefeld, Strafverteidiger und als solcher bundesweit tätig und mir persönlich auch seit vielen Jahren persönlich bekannt. Deswegen darf ich ihn nicht nur vorstellen, sondern auch ganz locker mit seinem Vornamen ansprechen. Stefan, wenn da jemand auf der Straße klebt, nötigt der andere? Ich als Strafverteidiger komme da zu keinem anderen Ergebnis. Das ist unumstritten, dass nur dieses Kleben alleine an sich schon vielleicht erstmal noch keine Auswirkungen hat. Aber dieser physische Zwang, der dann dahinter steht, denn hinter diesem Kleber bildet sich ja eine Autoschlange, an der man nicht vorbeikommen kann als anderer Pkw-Fahrer, das reicht mittlerweile zur Erfüllung des Tatbestandes allemal. Und auf der Ebene habe ich wenig Probleme damit oder verwundert mich, dass da immer noch die Idee ist, dass man da keine Strafbarkeit begeht. Anders sieht es aus, was die kriminelle Vereinigung angeht. Da wundert sich nicht nur der Laie, sondern auch jemand wie ich, der sich ein bisschen mehr mit dieser Thematik beschäftigt, dass dort von einer kriminellen Vereinigung die Rede ist. Wenn wir zunächst noch mal einen Augenblick beim Straftatbestand der Nötigung stehen bleiben, dann ist es ja für jeden, der nicht ganz jung ist, schon ein längeres Problem in unserer Rechtsordnung. Ich habe mir sagen lassen, dass die alte 68er sich gerne auf die Straße gesetzt haben, um Straßenbahnen zu blockieren für eine bessere Zukunft. Und in den 1980er Jahren habe ich es selber noch miterlebt,
dass Menschen immer Atomwaffenlager blockiert haben durch sogenannte passive Sitzblockaden, mit denen sie keine Gewalt ausgeübt haben. Und manche Richter haben sich dann sehr schwer getan, das Hinsetzen als Gewalt zu subsumieren. Was ist so besonders schwierig am Nötigungsparagrafen? Das sind zwei Punkte. Einmal den Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass man sagt, diese psychische Gewalt, die man da ja nur ausübt, man geht den anderen ja nicht an, der ist nicht direkt unter dem Gewaltbegriff zu subsumieren, sondern diese physische Zwangswirkung, die durch die nachfolgenden in der zweiten Reihe befindlichen Pkw-Fahrer ergeht, das kommt erst zu dem Ergebnis, dass hier eine Nötigung vorliegt. Und dann, das ist das, woran sich momentan auch viel dran drumherum streiten, ist, ob diese Fernziele, denn man sagt ja, ne, die letzte Generation hat ja hierne Ziele, ob diese Fernziele, ob die nicht auch eine Berücksichtigung bei der Strafbarkeit finden müssen. Und da geht es um eine Zweck-Mittel-Relation. Und da bin ich auch der Meinung, da sollten wir tunlichst vorsichtig sein, uns da politisch Meinungen zuzuspielen, sondern da muss man ganz klar sagen, den Klimaklebern geht es jetzt erst einmal darum, nämlich das Tatziel zu erreichen. Das Tatziel ist, dass sich hinter ihnen nichts mehr bewegt. Und das Fernziel des besseren Umweltschutzes oder der Einhaltung der Klimavorgaben, das spielt erstmal da gar keine Rolle. Man stelle sich immer nur vor, dass man ein Beispiel nimmt, dass sich ein Trupp Rechtsradikaler vor einem Asylheim stellt und sagt, wir wollen hier für eine bessere Integration sorgen. Deswegen sollen nicht so viele Flüchtlinge mehr hier nach Deutschland kommen, sondern nur die, die noch da sind, dass wir die besser integrieren können, und machen da eine gewaltsame Blockade. Da wird wahrscheinlich zumindest der Mainstream sagen, das ist sicherlich keine vernünftige Mittelzweckrelation mehr. Deswegen muss man da aufpassen, dass man da nicht auch da, wir werden es beim 129 wahrscheinlich gleich auch nochmal sprechen, dass man da nicht zu einem Gesinnungsstrafrecht kommt. Das Fernziel bei dem, was man da tut, wenn man sich auf die Straße setzt oder auf die Straße klebt, ist ja auch schon, hätte ich fast gesagt, traditionell das Problem des Paragraphen 240 Strafgesetzbuch, weil ja auch diejenigen, die da Atomwaffenlager blockiert haben, gesagt haben, sie wollen dafür sorgen, dass die Erde nicht insgesamt in die Luft fliegt und gesprengt wird und sich damit rechtfertigen wollten. Und das führt mich letztlich zu dem Absatz 2 der Vorschrift, den sicherlich die meisten Juristen während ihres Studiums mal gelesen haben, den aber der juristische Laie nicht kennt, und den würde ich mal kurz zitieren wollen. Da steht also tatsächlich, rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. Und mir fällt bei dieser Formulierung immer auf, das Subjekt in diesem Satz fehlt. Wer ist denn da derjenige, der etwas ansehen muss? Klar. Da ist ja schon im Gesetzestext eine Gesinnungsformulierung drin, und wir sehen ja auch, dass die Amtsgerichte untereinander ja schon, da sagt man, ich glaube, das Amtsgericht Tiergarten hat ja schon verschiedentliche Urteile gefällt, die völlig konträr zueinander sind und, glaube ich, innerhalb von einer Woche ergangen sind, was der eine Richter oder die eine Richterin gesagt hat, es gibt keine verwerfliche Notnötigungshandlung, weil dieses Fernziel da ist. Gesagt der andere Amtsrichter, das Fernziel interessiert mich gar nicht, der offene Tatbestand ist trotzdem erfüllt und verurteilt. Also das ist der Norm schon imaginär, dass man da schon reininterpretieren kann. Das heißt, wir sehen im Grunde hier eine weitere Ausprägung des Themas Augen auf bei der Formulierung von Straftatbeständen. Man kann sich die Probleme auch selber schaffen. Jetzt hat der Gesetzgeber bei Paragraph 240 eben so gehandelt, wie er gehandelt hat, beziehungsweise so formuliert, wie er formuliert hat. Wie löst er das Problem denn? Wir sprachen gerade schon über die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Paragraph 129 StGB. Das scheint ja für den Strafrechtler so eine Art Auffangtatbestand zu sein. Wenn nichts mehr geht, geht immer 129. Ist es vor allem ein Auffangtatbestand oder ist es vor allem ein Türöffner? Weil wenn man eine Nötigung begeht, da hat die Strafverfolgungsbehörden sicherlich einige Möglichkeiten, jemanden zu durchsuchen oder ähnliches, während man bei einem Verdacht der kriminellen Vereinigung Telefonüberwachung und alle das große Besteck der Strafverfolgungsbehörden aufnehmen kann. Und deswegen wird der Paragraph auch gerne als türoffener Paragraph bezeichnet, weil in der Rechtspraxis bisher zumindest ganz wenige Verurteilungen erfolgt sind, gleichwohl doch schon eine beträchtliche Anzahl Ermittlungsverfahren, aber hinten raus kommt meistens dann keine Verurteilung wegen einer kriminellen Vereinigung, sondern wegen einer Straftatbestand, den man im Zuge dessen dieser Ermittlungen dann gefunden hat. Und da muss man sehen, dass dieser Paragraph 129
in der jetzigen Form, wie wir ihn jetzt haben, ich will jetzt gar nicht auf die historische Seite zu sprechen kommen, KPD-Verbot und Reichsgesetze, sondern einfach in der Form, wie wir ihn jetzt haben, geht es auf eine EU-Richtlinie zurück, 2017, 2019. Und diese EU-Richtlinie hat Deutschland erstmal wieder eine ganze Weile nicht umgesetzt. Dann hat es umgesetzt und dann aus meiner Sicht handwerklich ganz schlecht umgesetzt, weil teilweise über diese EU-Richtlinie hinaus wieder gehandelt wurde. Und man eben hier, wenn man sich die Gesetzesmaterialien anguckt, eigentlich einen ganz anderen Paragraphen schafft. Einen ganz anderen Paragraphen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sicherlich eine andere Nuance reinbringen wollte. Und wenn man das jetzt hier sieht, wie gegen die Klimakleber, ich glaube, man hat schon rausgehört, dass ich da nicht so allzu viel Sympathie vielleicht für habe, aber dass man die als eine kriminelle Vereinigung darstellt, das ist sicherlich auch nicht das, was der Gesetzgeber sich ursprünglich mal vorgestellt hat. Das heißt also, bildlich gesprochen könnte man sagen, der Staat hat gemerkt, mit der Angel wird er hier keinen Fisch herausfischen können aus dem Wasser. Stattdessen hat er das ganz große Netz ausgebracht und auch wenn im ganz großen Netz zum Schluss kein ganz großer Fisch zappelt, dann bleibt irgendein kleines Fischchen übrig. Und das hat er zwar nicht mit der Angel, aber dann mit dem Netz gefangen. Und voilà, dann haben wir eine kriminelle Vereinigung. Und der pubertierende 18-, 19-, 20-Jährige, der aus Angst vor dem Verbrennen des Lobos auf der Straße sitzt und tief, tief, tief intern und in seinem Inneren überzeugt ist, etwas Gutes zu tun, wundert sich, dass plötzlich die Polizei bei ihm einbricht und ihn durchsucht und das ganze Haus auf den Kopf stellt. So ist es. Da sind wir wieder, ne, wie wir eben schon mal gesprochen haben, auch wieder bei der Gefahr des Gesinnungsstrafrechts auch. Also auch da, ne, wenn man so ein Präventionsstrafrecht, das ist ja der 129 vorgelagerten Taten, also bevor es zu den richtigen, ernsthaften Straftaten kommt, ist das diese Organisation ja vorgelagert. Und für diesen Erfüllung des Paragraphen kann man ja mal schauen, was man mit diesen IS-Rückkehrern gemacht hat oder vor allem IS-Rückkehrerinnen. Da haben sich so manche, die im IS-Lager gekocht haben, mit hohen Freiheitsstrafen wiedergefunden. Also das mag dann immer situationsbedingt sein, dass man für den IS wenig Sympathie hegt. Man muss sich halt immer nur vorstellen oder überlegen, ob der Wind nicht irgendwann in einer anderen Zeit anders weht und ob man da selber nicht in Bredouille irgendwann mal kommt, wenn man irgendjemanden politisch unterstützt oder politischer Meinung ist und man sich dann ganz schnell, wenn es denn der jeweilige Richter oder die jeweiligen Strafverfolgungsbehörden wollen, dann in einer kriminellen Vereinigung sieht. Das muss man sich schon dann immer vor Augen führen. Wie ist das denn in der Strafverteidigerpraxis? Ich bin ja nun selber kein Strafverteidiger und arbeite nicht in diesem Bereich, aber mein Empfinden ist immer, je weiter so ein Tatbestand strafrechtlich von seinem Wort her gefasst ist oder von seinem Anwendungsbereich, von seiner Grammatik, desto mehr ist man in der Anwendung dann aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten gehalten, ihn restriktiv, also etwas wieder enger zu interpretieren, um sich dann auch noch im Rahmen des Grundgesetzes zu bewegen. Gibt es entsprechende Vermerke von Staatsanwälten oder von Richtern, die dann tatsächlich im Rahmen der Vorermittlungen sagen, eine bestimmte Konstellation mag vom Wortlaut erfasst sein, aber das ist bei verfassungskonformer Interpretation nicht mehr vertretbar? Liest man sowas? Leider nicht. Ich habe ja eben schon mal den Begriff Türöffner erwähnt. Es wird eher eben darüber hinweggesehen. Wir können es auch wieder an dem 129 ein schönes Beispiel sehen. Da steht in den Gesetzesmaterialien drin. Man wundert sich, dass es dann nachher im Gesetzestext keine Berücksichtigung findet. Aber das steht in den Gesetzesmaterialien drin, dass man auf die Rechtsprechung des BGH verweist, um das alles ein wenig, diesen offenen Tatbestand auch ein wenig einzuschränken. Und bei dem BGH heißt es dann in diesen Entscheidungen, dass die von der Vereinigung geplanten oder begangenen Straftaten eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit bedeuten und unter diesem Gesichtspunkt von einigem Gewicht sein müssen. Da würden sicherlich die Nötigungshandlungen der letzten Generation nicht drunter fallen. Und man mag darüber streiten, was diese Ölpipeline-Schließungen und dieses Kappen der Ölversorgung, ob die vielleicht darunter fallen, das könnte man sicherlich darüber diskutieren. Aber jetzt sieht man, wenn man jetzt in diesen Diskussionsforen sich anschaut und auch das, was die Staatsanwaltschaft, zumindest was ich gelesen habe, was die Staatsanwaltschaft in München dazu sagt, dass man sagt, eben diesen Bezug auf den BGH, den will man gar nicht machen, weil das, so habe ich zumindest bei Herrn Fischer, bei dem ehemaligen BGH-Richter vernommen, der sagt, naja, das Gesetz hat ja eine Einschränkung eingenommen, Straftaten, die im Höchstmaß von 2 Jahren sind. Deswegen brauchen wir diese Einschränkung hinsichtlich der BGH-Rechtsprechung gar nicht vorzunehmen, sondern die wäre vollkommen verkehrt in diesem Punkt, weil der Gesetzgeber das ja eben nicht gemacht hat. Zeigt mal wieder, der Gesetzgeber hätte ordentlich arbeiten müssen, das in den Gesetzestext reinschreiben sollen,
weil man eben nicht darauf vertrauen kann, dass die Exekutive hier eben oder die Strafverfolgungsbehörden hier immer das machen, was sich der Gesetzgeber vielleicht in den Materialien gewünscht hat. Und wenn man dann Tatbestandsmerkmal liest, wie von längerer Dauer, und man sich dann fragt, was ist eigentlich von längerer und was ist von kürzerer Dauer, dann ist man auch als Nicht-Strafrechtler durchaus davon begeistert oder beeindruckt, sollte ich besser sagen, dass das noch mit dem Bestimmtheitsgebot der Verfassung in Einklang stehen sollte. Kurz, was der Gesetzgeber nicht leistet in einem Rechtsstaat, das ist eben dann jeder einzelne Jurist in der Rechtsanwendung zu leisten aufgerufen. Dr. Stefan Tirell ist Strafrechtler und Strafverteidiger in Krefeld. Ich danke dir, Stefan, für diese sehr erhellenden Ergänzungen zu den Paragraphen 240 und 129 StGB. Wir wollen hoffen, dass viele Hörer es zur Kenntnis nehmen, dass dort interpretatorische Disziplin gefordert ist. Hab und Gut, Haus und Hof, Sack und Pack, all das sind Tautologien, die uns schnell über die Lippen gehen. Schlank und rank, klipp und klar, weiße Schimmel, schwarze Raben. Ein ebensolches Handyadjoin scheint in Recht und Gesetz vor uns zu stehen. Doch Vorsicht, die Verfassungsgeber waren klüger. Der Imperativ, sich an Recht und Gesetz halten zu sollen, ist in Wahrheit eine geschichtlich wohlüberlegte Zurückweisung des vormals fatalen, blinden Gesetzesgehorsams. Nur die Gesetze sollen beachtlich sein, die auch rechtmäßig sind. Gesetzliches Unrecht hat keinen Geltungsanspruch. Dass das Verhältnis von Recht zu Gesetz, also eher dem von der Zeit zu einer Uhr entspricht, habe ich mit dem ehemaligen Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz besprochen. Denn der muss es ja wissen. Hören Sie das Gespräch mit Hans-Georg Maaßen über unseren Rechtsstaat. Wir wollen uns heute ganz grundsätzlich der Frage nähern, was ist der Rechtsstaat? Und mein Gast ist ein ganz berühmter, den wir nicht weiter vorstellen müssen, Hans-Georg Maaßen, ein Mann, der alles über den Rechtsstaat weiß und wissen sollte und uns heute helfen kann, für jedermann zu erklären, was ist eigentlich der Rechtsstaat? Hallo, Herr Maaßen. Guten Tag, Herr Gebauer. Ja, was ist der Rechtsstaat? Man kann den leichten Weg gehen und abgrenzend definieren. Ich habe in der alten Bundesrepublik Jura studiert in den 80er Jahren. Und da lernte ich, der Rechtsstaat ist die Herrschaft des Rechts. Und das bedeutet, jeder Mann vom Bundespräsidenten bis zum einfachen Bürger steht unter dem Recht, muss sich dem Recht fügen. Es gibt keine Extrawürste im Recht, es sei denn, es ist ausdrücklich geregelt. Das ist die Herrschaft des Rechts. Gibt es die Herrschaft durch das Recht, was teilweise auch als Rechtsstaat bezeichnet wird, nämlich in der DDR gab es das. Herrschaft durch das Recht heißt, das Recht ist ein Instrument zur Durchsetzung von politischen Zielen. Das heißt, wenn das Zentralkomitee der SED eine bestimmte Entscheidung getroffen hatte, oder der SED-Parteitag, dann wurde das Recht im Sinne der Politik, der sozialistischen Politik der DDR ausgelegt. Und das bedeutet, wenn im Gesetz etwas stand, was gerade nicht der Politik entsprach, dann musste das Gesetz entsprechend uminterpretiert oder gerade gebogen werden. Das Recht war also letztendlich umgearbeitet worden zu einem Herrschaftsinstrument. Und gerade so etwas wollen wir nicht
dass das Recht lediglich Herrschaftsinstrument ist und nicht eine Gestaltungsform einer Gesellschaft ist, wo alle Menschen sich nach diesem Recht zu richten haben. Wenn ich mich recht erinnere, ist es ja so gewesen, dass auf verfassungsrechtlicher Ebene im Grundgesetz stand und steht, dass alle Macht vom Volk ausgeht. Und in der DDR hieß das, alle Macht dient dem Volke. Und diese Idee der sozialistischen Gesetzlichkeit war ja damit verknüpft, dass man gesagt hat, die zuständigen staatlichen Organe treffen die Leitungsentscheidungen, die erforderlich sind, um alle dem paradiesischen Glückszustand näher zu bringen. Naturrecht hat da nicht so wirklich eine Rolle gespielt in der DDR. Wie beurteilen Sie das heute in der Bundesrepublik Deutschland? Wie ist da insbesondere auch nach den Erfahrungen der Corona-Krise das Zusammenspiel zwischen dem Recht auf der einen Seite und den Gesetzen auf der anderen Seite? Irgendwo steht ja, wir sollen uns an Recht und Gesetz halten. Das ist eine sehr kluge Frage, Herr Gebauer, wenn ich mir das erlauben darf. Mein Eindruck ist, die Unterschiede zwischen Recht und Gesetz sind in Deutschland, vielleicht in den meisten Staaten sogar des Westens, völlig verschwommen. Das Empfinden bei den allermeisten Juristen und auch in der normalen Bevölkerung so ist, Recht ist gleich Gesetz oder besser, Gesetz ist gleich Recht. Und das ist ein Rückfall, muss man sagen, was die Jurisprudenz, was die Rechtswissenschaften angeht, in düstere Zeiten des Rechtspositivismus. Und da bin ich bei einem zentralen Punkt unserer Rechtsstaatlichkeit, die ich in Deutschland als gefährdet sehe, nämlich das Rechtsempfinden, das verschwunden ist und einem rechtspositivistischen Gesetzesempfinden gewichen ist. Damit will ich Folgendes sagen. Unser Grundproblem, das wir in den letzten 150 Jahren haben, ist, dass die Juristen versuchten, ihre Arbeit so zu machen, wie es die Naturwissenschaftler und ihn teilweise auch einige Geisteswissenschaftler machten, nämlich ihr Recht als Gesetz zu formen, zu konstruieren. Man nennt es auch Konstruktivismus. Das heißt, das, was Gewohnheitsrecht war, das, was Naturrecht war, wurde kodifiziert und in Gesetzesform gegossen. Das heißt also, all das, was über Jahrhunderte man tradiert hatte, wurde in einen Kodex, in ein Gesetz geformt. Aber die Folge war, dass das Bewusstsein, dass etwas tradiert war, dass etwas Gewohnheit und Natur war, dass es Menschenrechte waren, geschwunden ist und stattdessen die Herrscher für sich in Anspruch genommen haben, nun, wenn es ein Gesetz ist, kann ich es jederzeit ändern. Ich brauche nur die entsprechende Mehrheit zu haben, ohne sich die Frage zu stellen, dürfen sie das überhaupt ändern, weil sie an das Recht eigentlich nicht herankommen, sondern sie können nur Gesetze machen. Und diese aus meiner Sicht unglaublich negative Entwicklung in der Rechtswissenschaft hatte es auch erst ermöglicht, dass in den 20er, 30er Jahren, als die Nazis dran kamen, das Empfinden schon gegenüber dem Recht so erodiert war, dass die Nazis sich erlauben konnten, festzuschreiben, wer Mensch ist, was Rasse ist, was Blutschutz ist, und die konnten die unmöglichsten, unglaublichsten Verbrechen in Gesetzesform gießen, ohne dass nachher die Frage gestellt worden ist, durften sie das überhaupt? Ist das überhaupt Recht? Oder ist das nicht vielmehr in Gesetzesform gegossenes Unrecht? Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Katastrophe Nazi-Deutschlands hatte man versucht, eine Lektion draus zu ziehen und wieder versucht, das Rechtsbewusstsein gegenüber dem Gesetzesbewusstsein zu stärken. Aus meiner Sicht ist das nicht gelungen. Es heißt zwar immer noch Recht und Gesetz, aber wir sind weiter auf dem, ich sage mal, Weg des Gesetzes und nicht des Rechts. Und heutzutage ist es leider auch in der Corona-Diskussion zu sehen gewesen. Niemand hat sich die Frage gestellt, durften überhaupt unsere Gesetzgeber von Bund und Ländern derartige Gesetze erlassen? Oder war das nicht in Gesetzesform gegossenes Unrecht, was da gemacht worden ist? Wenn ich daran denke, wie Schulkinder während dieser Zeit behandelt worden sind, wenn ich daran denke, wie Menschen in Alten- und Pflegeheimen behandelt worden sind. Es war zwar formal gesetzmäßig, aber die andere Frage war, ob es wirklich Recht war oder ob es nicht in Gesetzesform gegossenes Unrecht war. Herr Maaßen, Sie haben eingangs Ihre Ausführungen gerade vom Positivismus gesprochen. Ich glaube, das ist ein Begriff, der vielen Juristen klar ist in seiner Bedeutung. Aber weil ich vermute, dass uns auch der ein oder andere Nicht-Jurist zuhört, würde ich es gerne noch mal etwas präzisieren. Für uns Juristen ist mit dem Begriff des Rechtspositivismus die Vorstellung verbunden,
wie sie von einem Mann namens Hans Kelsen insbesondere vorangetrieben worden war, dass nur das Recht sei, was die zuständigen Organe eines Staates in einem formal ordnungsgemäßen Verfahren zu Gesetz und mithin auch zu Recht machen. Und dieser Rechtspositivismus aus dem 19. Jahrhundert herübergekommen ist diese Vorstellung eines mechanistischen Gesetzesrechtes, dass man Gesellschaften gestalten kann durch willkürliche Akte des Gesetzgebers. Wenn, wie Sie sagen, die Nationalsozialisten diese Abweichung vom Naturrecht und vom ursprünglichen Rechtsverständnis, wie es in Europa gewachsen war in langen Jahrhunderten, wenn sie das pervertiert haben, dann müssen wir fürchten, dass der heutige Ansatz wieder alles einer menschlichen Gestaltung und einer menschlich willkürlichen Konstruktion zu unterwerfen, wieder eine Abkehr vom Naturrecht ist. Und insofern dürften wir aufgerufen sein, uns Gedanken zu machen, was ist Recht, um den Rechtsstaat vernünftig konturieren zu können und um vielleicht auch das Recht begreifen zu können als ein Bollwerk gegen gesetzliches Unrecht. Das ist in der Tat zutreffend. Hans Kelsen hatte, glaube ich, die Folgerung aus dem, was er damals gesagt hatte zum Rechtspositivismus, wahrscheinlich gar nicht übersehen können. Er dachte eben, wie viele Geisteswissenschaftler und Juristen der damaligen Zeit, das Recht müsse moderner werden. In allen Gesellschaftsbereichen herrschte der Konstruktivismus, dass man am Reißbrett die Gesellschaft zeichnete, und so dachten auch die Juristen. Und er hat damit eigentlich aus meiner Sicht das Tor zur Hölle aufgemacht. Und es war eine Steilvorlage für die Nazis und auch für die Sozis, muss man sagen. Denn die Stalinisten und das Regime in der DDR konnten darauf aufbauen, auch auf der Erosion des Rechtsverständnisses und des Verständnisses, das in der Bevölkerung sich breit machte, dass das Gesetz, egal was drin steht, Recht ist. Ich hatte in meinem Studium bei einem Professor zum Thema Rechtspositivismus gelernt und in Erinnerung eine Episode, die er gesagt hatte, in der Vorlesung: Stellen Sie sich einmal vor, im Bundestag gäbe es eine große, große Mehrheit dafür, Artikel 1 Grundgesetz zu ändern. Und dann würde man einfach reinschreiben, die jetzige Formulierung heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dann würde man sagen, die Würde des Menschen unantastbar, es sei denn, es handelt sich um, neue Zeile, erstens diese Volksgruppe, zweitens diese Volksgruppe, drittens diese Volksgruppe. Ist das Recht oder ist das nur Gesetz? Und völlig unabhängig jetzt von der Frage, ob die Ewigkeitsgarantie diese Regelung berührt oder nicht, stellt sich da die zentrale Frage, ob eben die Mehrheit, die die Macht hat, so etwas entscheiden kann. Und das zeigte mir damals, dass es zwingend notwendig ist, eine Differenz zwischen Recht und Gesetz zu machen. Denn auch wenn man etwas ins Grundgesetz reinschreibt, was dem natürlichen Empfinden und Gerechtigkeitsempfinden jedes Menschen widerspricht, was letztendlich Recht ist, was wir als Gewohnheits- und Naturrecht auch wahrnehmen, kann dies nicht Recht sein. Das ist in Gesetzesform gegossenes Unrecht, wie wir es in den letzten 100 Jahren in Deutschland immer wieder erlebt haben. Und wovor ich warne und wo ich die ganz große Sorge habe, dass das immer wieder passieren kann, weil den Menschen einfach nicht klar ist, dass nicht jedes Gesetz auch Recht ist. Ich verwirre Menschen bisweilen damit, insbesondere Nicht-Juristen, aber manchmal auch selber Juristen, indem ich sage, dass es in der Bundesrepublik Deutschland nicht ein einziges Gesetz gibt, das es verbietet, einen anderen Menschen zu töten, sondern es gibt nur Gesetze, die dann darauf hinausläufen, dass man Schadensersatz bezahlen muss oder dass man sich strafbar macht, wenn man jemand anderen tötet. Aber der Satz, du sollst nicht töten, ist ein gewohnheitsrechtlicher Satz, der sich sozusagen von selber versteht, weil wir ihn als Rechtssatz begreifen, ohne dass er in Gesetzesform gegossen ist. Das ist zutreffend. Das betrifft letztendlich das gesamte Strafrecht. Das Strafrecht enthält nicht die Aussage, man soll sich so verhalten und wenn man sich anders verhält, wird man bestraft, sondern ein bestimmtes Verhalten, das als richtig, als rechtmäßig vorgesehen wird, daran knüpft sich eine Rechtsfolge, wenn man dieses Verhalten nicht zeigt. Also im Strafgesetzbuch, wie Sie auch sagten, steht nicht, man darf einen Menschen nicht töten, sondern im Strafgesetzbuch ist, Mörder ist wer?
Ja, es wird ja schon unterstellt, dass es unrechtmäßig ist, einen anderen Menschen zu töten. Von daher, das Strafgesetzbuch aus dem 19. Jahrhundert kommend, hatte eben noch den Gedanken, wie Sie sagen, des Naturrechts, des Gewohnheitsrechts, dass Menschen sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten müssen, und das ist Recht. Und daran, an ein Missverhalten anknüpfend, wird mit dem Strafgesetzbuch eine strafrechtliche Folge geknüpft. Was mich besonders fasziniert, auch in der Rechtspraxis im Umgang mit Gerichten, ist, dass jeder Richter jeden Tag, wenn er ein Urteil schreibt, sein Urteil mit dem Satz beginnt, das Gericht hat für Recht erkannt, und sich damit in der Eingangsformel, bevor er den Urteilstenor formuliert, schon vor Augen hält, dass Rechts ein Erkenntnisprozess ist, dass man als Richter hineinhören muss in die Wirklichkeit, um dort zu finden, was das Recht ist. Deswegen ist es ja auch die Rechtsfindung, mit der man dort beschäftigt ist. Und wenn Gerichte in der Corona-Krise hingegangen sind und teilweise bis heute noch hingehen und sagen, ich erkenne das Recht, indem ich nur das Gesetz lese, degradieren sie sich ja selber zu Subsumptionsautomaten. Ja, Herr Gebauer, ich bin mir nur nicht bewusst, ob diese, ich sage bewusst, Floskel, die wir in Urteilen finden, wirklich hinterfragt wird und eine Selbstreflexion der Richter stattfindet. Ob den Richtern wirklich bewusst ist, was sie schreiben, es wird für Recht erkannt, oder ob sie eigentlich nicht denken, ich habe das Gesetz wie folgt interpretiert. Ich glaube, das Letztere ist leider der Fall, weil ich habe 16 Jahre an der Freien Universität Jura unterrichtet und ich den Eindruck hatte, bei der heranwachsenden Generation hat sich eben dieses Empfinden für Recht als etwas anderes als das bloße vom Parlament abgesegnete und von der Exekutive durchgesetzte Gesetz entwickelt. Also sind wir als Juristen gut beraten, wenn wir unsere Mitmenschen ertüchtigen, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und dem Recht wieder eine etwas kräftigere Stimme in unserem Rechtsstaat zu geben. Denn der Rechtsstaat ist letztlich keine Tautologie. Der Staat macht nicht das Recht, sondern der Rechtsstaat ist zu begreifen als eine Organisation, die eben Gesetze macht, aber darüber hinaus auch dem naturrechtlichen Recht für das Individuum und für die Gruppen, die sich freiwillig bilden, seine Handlungsspielräume abzusichern, zu garantieren und für Ordnung zu sorgen. Wie können wir am besten argumentieren? Also ganz sicher ist es so, Herr Gebauer, dass man in den Gesprächen mit der Bevölkerung, in Artikeln, in Aufsätzen, die man schreibt, in Reden immer wieder deutlich machen muss, das Recht ist nicht identisch mit dem Gesetz. Wenn jemandem das klar ist, gibt das dem Bürger auch aus meiner Wahrnehmung ein höheres Maß an Selbstbewusstsein und nimmt ein Stück weit die Ohnmacht gegenüber Parlament und gegenüber den Herrschenden. Es wird bewusst, dass auch die Herrschenden die Spielregeln des Rechts und auch der Natur nicht nach Belieben verändern können, nur weil sie gerade mal die Macht haben, weil sie gerade mal 51% oder 2/3 der Stimmen haben. Das geht nicht. Sie können zwar Gesetze machen, aber diese Gesetze, wie wir es bei den Nazis gesehen haben, wie wir es in der DDR gesehen haben, es waren zwar Gesetze, aber es war in Gesetzesform gegossenes Unrecht. Und wenn ich jetzt sehe, dass das Parlament glaubt, sich ganz großzügig an ihren Herrschaftsbefugnissen bedienen zu können und festzulegen, wie viele Geschlechter es gibt, dass es nicht 2 Geschlechter gibt, auch nicht 3, sondern 50 Geschlechter, dann denke ich mir, ist dies eine Mentalität des Parlaments, die zutiefst rechtspositivistisch ist, wo auch die Demut des Parlaments gegenüber dem Recht fehlt, sondern man sich wie ein kleines, ungezogenes Kind an die Stelle setzt und sagt, ich darf das, ich habe die Mehrheit, ich tue das und keiner darf mich stoppen. Und wenn man dem Bürger klar macht, auch das Parlament muss sich an Spielregeln halten. Das Parlament darf nicht, weil da Fraktionen gerade die Macht haben, die Mehrheit haben, alles beschließen. Das Parlament darf nicht entscheiden, dass sich die Sonne um die Erde dreht und dass die Erde eine Scheibe ist. Auch wenn 2/3 der Abgeordneten im Bundestag so etwas entscheiden, widerspricht das zwar nicht dem Naturrecht, aber den physikalischen Gesetzen. Auch der Bundestag darf so etwas nicht entscheiden. Das heißt also, Gesetze und Recht sind voneinander zu trennen. Auch das Parlament ist an das Recht gebunden, darf nicht machen, was es will, nur weil es die Mehrheit hat. Und ich denke, das muss man täglich den Bürgern vermitteln. Und es macht deutlich,
Auch das Parlament untersteht dem Recht, wie ich anfänglich gesagt habe. Jeder steht darunter und sie dürfen nicht, weil gerade Parteien die Macht haben, die Spielregeln einfach nach eigenem Gusto verändern. Um das vielleicht abschließend noch zu sagen, mir ist aufgefallen, im vordringlich englischsprachigen Dialog, auch im unionsrechtlichen Gespräch mit Kollegen, wenn man Englisch miteinander redet, gelingt es auf Englisch kaum, diesen Unterschied zwischen Recht und Gesetz, den wir beide jetzt hier gerade für die deutsche Sprache ermittelt und definiert haben, zu transportieren. Denn für Engländer gibt es und für den angloamerikanischen Rechtskreis Law. Und das Law unterscheidet auch aus besonderen historischen Gründen, die wir jetzt hier nicht erörtern müssen, nicht zwischen Recht und Gesetz. Insofern ist vielleicht ein gutes Petitum, Menschen darauf hinzuweisen, dass er auf Latein einen guten Grund macht, zwischen Jus und Lex zu unterscheiden, zwischen dem, was da verschriftlicht ist und dem, was das Recht sagt. Die angelsächsischen Rechtskulturen unterscheiden zwar nicht begrifflich, dogmatisch zwischen Recht und Gesetz, aber aufgrund der starken Stellung der Justiz in den verfassungsmäßigen Ordnungen, der Entwicklung des Case Law und des Common Law, hat man ein besonderes Rechtsbewusstsein auch dafür, was das Parlament darf oder nicht mehr darf und was der Justiz überlassen ist. Das fehlt uns, auch wenn wir das dogmatisch klarer, jedenfalls als Juristen, herausstellen können. Es gibt eine gemeinsame Rechtsordnung aus Recht und Gesetz, aber an das Recht muss sich auch das Parlament und müssen sich auch die Herrschenden halten. Herr Maaßen, ich danke Ihnen, dass wir das so schön herausgearbeitet haben und den Unterschied zwischen Recht und Gesetz nochmal klar aufgezeigt haben. Ich denke, allen Zuhörern ist bewusst geworden, Jura zu studieren ist mitnichten ein trockenes Geschäft, sondern eine ganz, ganz spannende Materie. Vor uns Juristen liegt sehr viel Arbeit. Nehmen wir sie auf und widmen wir uns dem Geschäft mit ganzem Ernst. Alexander Christ, Arbeitsrechtler, Anwalt und Philosoph, hat uns dies aus seinem Tagebuch zur Corona-Rechtsprechung mitgeteilt. Corona hat nicht nur tausende Menschen in Angst versetzt, grundlos wie man heute weiß, sondern auch das Rechtsvertrauen zahlloser unbescholtener Bürger auf das Tiefste und wahrscheinlich unwiederherstellbar zerstört. Letzteres geschah, weil Staatsanwaltschaften und Gerichte, Land auf, Land ab, sich mehr als willfährige Büttel des mittels unverständlicher und willkürlicher Gesetze handelnden Staates, denn stattdessen als Verteidiger der Freiheitsrechte der Bürger gegen den übergriffigen Staat verstanden haben. Und sie verstehen sich noch immer so. Ihre eigentliche Aufgabe verletzend, die sinnlosen Gesetze der Corona-Zeit unerbittlich zu Ende exekutierend, ohne Scham, ohne den heutigen Kenntnisstand zur Kenntnis zu nehmen und ohne juristisches Empfinden und Fingerspitzengefühl für Recht und Unrecht. Die Corona-Pandemie oder das, was wir dafür halten sollten, ist zwar offiziell zu Ende, spätestens seit der Bundesgesundheitsminister deren Einstellung verkündet hat.
Nicht eingestellt dagegen wurden viele Verfahren, die im Zusammenhang mit sogenannten Corona-Maßnahmen stehen. Verfahren wegen der Verwendung von Gesundheitszeugnissen, Verfahren wegen der Ausstellung derselben durch die behandelnden Ärzte, Verfahren wegen Impfpflichten bei der Bundeswehr, Verfahren wegen des Nichttragens von Mund-Nasen-Bedeckungen, Verfahren wegen angeblich volksverhetzender Aussagen im Zusammenhang mit Corona. Zukünftig werden Verfahren folgen, die sich mit den sogenannten Impfungen und ihren massiven Nebenwirkungen befassen werden. Einschneidend sind aber die Verfahren Staat gegen Bürger, denn sie höhlen das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat vollends aus. Weniger bekannte Menschen trifft es und in der Öffentlichkeit mehr im Rampenlicht stehende auch. Vor wenigen Tagen ist in Plön am dortigen Amtsgericht der bekannte Professor Susharit Bhakti vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen worden. Bhakti, und deshalb ist das ihn betreffende Verfahren über den Fall hinaus von Bedeutung, hat sich kritisch geäußert und wurde freigesprochen. Kritisch zur Impfung und ihrer Sinnhaftigkeit und kritisch über den Staat Israel und die dort herrschende rigide Impfpraxis. Bhakti meinte, Israel hätte aus der Geschichte gelernt haben müssen und sollte besser nicht in solch massiver Form Menschen ihrer Rechte berauben. Eine Auffassung, die man gut begründen kann und die damit durchaus von der Meinungsfreiheit gedeckt sein muss. Andere Auffassung war die Generalstaatsanwaltschaft, die das Verfahren an sich gezogen und nach dem Freispruch Bhaktis nun auch Rechtsmittel gegen das Urteil angekündigt hat. Andere, die wegen ähnlicher, zumindest bis 2020 von der Meinungsfreiheit gedeckter Äußerungen vor Gericht stehen, werden sich die gut nachvollziehbaren Argumente der Verteidigung pro Meinungsfreiheit zu eigen machen. Dann ist da der Fall des Arztes Heinrich Habig, der inzwischen bereits seit 11 Monaten in der Justizvollzugsanstalt Bochum in Untersuchungshaft sitzt. Ihm wird vorgeworfen, seinen Patienten Impfbefreiungen ausgestellt zu haben, um die vor den gefährlichen Gentechnikspritzen zu schützen. Vor Monaten wurde seine Praxis von einem Durchsuchungstrupp gestürmt und durchwühlt. Seither sitzt er in Haft. Das Gerichtsverfahren wird verschleppt. Unterstützer protestieren regelmäßig. Im Rahmen der umfassenden Proteste gegen die Corona-Maßnahmen war Habig gar nicht aufgefallen. Er wollte einfach nur seine Patienten schützen und damit seinem Eid als Arzt gerecht werden, Menschen, die um Hilfe und ärztliche Unterstützung bitten, zu helfen. Die Anwälte fangen in ihren Schriftsätzen immer wieder ganz von vorne an und tragen beispielsweise vor, der Covid-19-Antikörpertest könnte gar nicht beweisen, dass jemand nicht geimpft worden sei. Aber das Gericht scheint bisher jedenfalls unbeeindruckt. Und so fällt mir wieder einmal auf, dass die Grundfragen im Zusammenhang mit Covid bis heute 2023 überhaupt nicht geklärt sind. Kann der Drosten-Test irgendetwas nachweisen, insbesondere dann, wenn er unter so unterschiedlichen Testbedingungen wie geschehen gemacht wird? Welche Gefährlichkeit geht von den als Impfung bezeichneten Injektionen aus, im Gegensatz dazu, welche Gefahr von einer Infektion mit dem Virus? Wie kann nachgewiesen werden, ob jemand geimpft wurde oder nicht? Wie sollen Gerichte Recht sprechen, wenn diese Fragen ungeklärt sind? Wenn sich die Gerichte für die Aufklärung solcher Fragen im Rahmen der Prozesse nicht wirklich zu interessieren scheinen. Nicht aufgeklärte Sachverhalte kennzeichnen auch die immer noch laufenden Soldatenprozesse, bei denen es um die Frage des Ungehorsams von Angehörigen der Bundeswehr im Falle von Impfbefehlen geht. Immer wieder werden hier Erfolge vermeldet. Erst jüngst wurde ein Freispruch eines solchen Soldaten rechtskräftig. Ärztliche Maßnahmen unterliegen nämlich nicht dem absoluten Gehorsamsanspruch und sind damit nicht durch Befehle erzwingbar. Befehlsverweigerungen führen aber zu Strafen und Entlassungen aus dem Dienst. Auch dies hätte man vor 2020 als Jurist so vermutet. Seither aber ist die juristische Welt ins Wanken geraten und man darf sich nicht mehr so sicher sein, wie anderslautende Entscheidungen einen belehrt haben. Das Verfahren in Neustadt bei Hannover dürfte jedoch ebenfalls Signalwirkung über den Fall hinaus haben. Weitere laufende Verfahren betreffen immer noch die vielen Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen, bei denen einige Teilnehmer von den anwesenden Polizisten, die eigentlich die Versammlung ja nur zu schützen haben, rüde angepackt wurden und sich dagegen verständlicherweise zur Wehr setzten. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte lautet hier der Vorwurf.
Gerichte müssen sich dann Videos von den Demonstrationen ansehen und darüber urteilen, ob beispielsweise ein Vater, der von seinem Kind weggerissen wird und sich dagegen wehrt, in Anführungszeichen, indem er sich im Liegen von den Beamten wegzudrehen und seinem Kind beizustehen versucht, hierdurch eine Widerstandshandlung gegen Vollstreckungsbeamte gezeigt hat. Wer sich solche Videos schon einmal angesehen hat, wird sagen, natürlich darf der Vater das. Hingegen machen sich die Polizisten reihenweise strafbar, weil sie den Vater gewaltsam wegzerren. Eine einfache Aufgabe für ein Gericht, so möchte man meinen. Aber auch hier wird man überrascht, denn die Gerichte neigen dazu, Polizisten erst einmal alles zu glauben und dem Bürger gar nichts. Und auch Polizisten lügen, dass sich die Balken biegen. Ja, manchmal kommt das vor. Selbst dann noch, wenn die Verteidigung anhand von Videobeweisen die unwahren Angaben nachweisen kann. Von erlittenen Körperverletzungen der Beamten ist da die Rede, die zuvor selbst mit Fäusten zugeschlagen haben. Unerträglich für die betroffenen, bis dahin meist unbescholtenen Bürger, die nie zuvor mit einer solchen Staatsmacht in Konflikt geraten waren. Der Staat als Exekutor seiner eigenen Willkür. Selbst dann, wenn sich diese wissenschaftlich als nutzloser Übergriff erwiesen hat. Damit, um ein neues Wort zu bemühen, delegitimiert sich ein so handelnder Staat selbst. Das war der Rechtsstaat auf dem Kontrafunk. Wir setzen den juristischen Kontrapunkt, um die Rechtsordnung insgesamt harmonisch zu machen. Gerne lesen wir, was Sie von unserer Sendung halten. Schreiben Sie uns eine E-Mail an rechtsstaat@kontrafunk.radio. Mein Name ist Carlos Gebauer. Bis zum nächsten Mal.